Hallihallo und willkommen bei der nächsten Ausgabe von unserem Social Dancing Blog. In dieser Episode unterhalten wir uns über ein ziemlich interessantes Thema und das sind die Workshop Auditions bei den Tanzfestivals, egal welche Art. Die Workshop Auditions sind eher in der West Coast bzw. Lindy Hop Szene eher öfter und vor allem in letzter Zeit werden sie dann immer mehr. Für uns ist das ein aktuelles Thema, weil gerade jetzt an diesem Wochenende findet unser West Coast Swing Festival statt und wir hatten auch die Auditions und in dieser Episode wollen wir uns darüber unterhalten, über unsere Erfahrungen, über die Vor- und Nachteile und vor allem, wie man es vielleicht besser machen kann. Gleich geht's los nach dem Intro. Gerade zu unserer Tanzschule unterwegs, wo gerade die Workshops von unserem West Coast Swing Festival passieren. Wir haben uns heute entschieden, etwas länger zu schlafen, da wir gestern den Schlussdienst gemacht haben. Dadurch haben wir die Audition verpasst und natürlich gleich die ersten Anrufe bekommen über geknickte Stimmungen, Gemüter und Egos, die beleidigt wurden, weil sie nicht dort eingestuft worden sind, wo sie es gerne hätten, sprich in die höhere Leistungsgruppe. Darüber unterhalten wir uns in diesem Vlog. Wir betrachten es differenziert wie immer und schauen, was sind die Vor- und Nachteile davon und wie kann man das Beste daraus machen. Wahrscheinlich einer der primären Wünsche eines Instruktors bei einem Workshop oder einer Instruktorin ist ein homogenes Level zu haben. Sprich, dass die Leute, die in dem Kurs sind, egal welches Level das sein mag, dass alle Leute oder die meisten diesem Level entsprechen. Es ist sehr viel angenehmer für alle Beteiligten, auch für die Teilnehmer, wenn die Teilnehmer in diesem Workshop ziemlich dem ähnlichen Level entsprechen, weil dann muss man nicht sehr springen. Von einem Fortgeschrittenen zu einem nicht so fortgeschrittenen Follower oder Leader. Es ist einfach angenehmer. Für das Instruktorpärchen ist natürlich auch sehr viel angenehmer und klarer, ihr Unterrichtsstoff zu präsentieren. So, da sind sie ja. Hallo Junior. Hallo Mama. Do you know why followers start on the right foot, leaders start on the left foot? Remember that. We always like it. And leaders are always left out of most decisions in life. Sensibles Thema, dieses Einordnen und von jemandem einordnen lassen und von jemandem sagen, wohin du gehörst, das ist immer mit gewissen Gefühlen verbunden. Und sind wir uns ehrlich, wir brauchen alle jemanden, der uns sagt, wie es um die Realität steht. Wir haben so rosarote, hellblaue, wie auch immer, Brille, mit der wir die Welt betrachten und glauben oder haben eine Wahrnehmung von unserer Leistung, die eine Wahrnehmung ist, die ist unsere Realität, aber entspricht nicht vielleicht der objektiven Realität, vor allem wenn es um die Levels geht bei den Festivals und um das Level meines eigenen Tanzens. Wir brauchen das immer, aber manchmal wollen wir das natürlich nicht hören und das ist natürlich unangenehm. Gleichzeitig diese Situation, wo dir jemand sagt, du müsstest da noch ein wenig mehr lernen und du gehörst in eine niedrigere Leistungsstufe. Natürlich knickt unser Ego und natürlich fühlt sich das nicht gut an. Aber mach das Beste draus und nimm das als Ansporn, dass du mehr daran arbeitest, um besser zu werden.
Stell dir vor, wenn dir das niemand sagt und du das von niemandem gezeigt bekommst, von dem du etwas hältst. Das Gute an diesen Auditions ist, dass es meistens, zumindest hoffentlich, Instruktoren sind, die sehr wohl wissen, auf welches Level wer gehört und haben natürlich genug Erfahrung und Wissen, um die Leute einzustufen. Speziell natürlich im West Coast Swing sind das auch meistens Leute, die auch als Judges agieren bei den Competitions. Also sie sind schon sehr trainiert in dieser Sache. Die Instruktoren bei den Auditions sind Autoritätspersonen. Das heißt, sie haben das notwendige Wissen, um dein Level zu beurteilen. Du kannst also ihnen glauben, dass sie der Meinung sind und dass sie nicht irgendwie persönlich gegen jemanden sind. Und das kann dir gefallen oder nicht, aber du hast die Wahl, was du daraus machst. Wenn du tiefer gestuft worden bist, als du geglaubt hast, das ist eigentlich gut. Es ist schlecht für dein Ego, aber es ist gut für dein Tanzen, weil dann wirst du wahrscheinlich die bessere Option nehmen. Ich glaube daran, dass du das Ganze etwas ernster nimmst, dass du fokussierter daran arbeitest und dass du besser wirst. Die andere Option ist natürlich, den Kopf einzuknicken und das zu der oder eigentlich den Schuldigen zu suchen. Mein Partner war es, der Instruktor war es, der hat mich nicht gesehen und und. Es gibt 100 Ausreden, die du finden kannst und eine Action, die du oder eine Handlung, die du daraus machen kannst, mehr lernen, fokussierter arbeiten, besser werden. Jetzt schauen wir uns einmal an, was die da jetzt wirklich tun in den Workshops. Kommen wir zum Fazit. Der erste Tag der Workshops ist vorbei und schlussendlich waren dann doch alle glücklich, weil wir haben Glück, dass die Instruktoren ganz toll waren und dass sie diese anfängliche vielleicht Problematik oder psychische Belastung mit den Levels irgendwie ausgewogen haben, ausbalanciert haben und einfach einen guten Unterricht abgeliefert haben. Aber diese unangenehme Situation gleich am Anfang vom Festival hätte eigentlich vermieden werden können und wir lernen jetzt auch daraus, weil es eigentlich hätte anders kommuniziert werden müssen oder sollen. Bei dieser Klassifizierung der Levels ist das Problem oder die Problematik eben in dem letzten Wort, Levels. Vielleicht wäre eben eine Lösung, wenn man das nicht auf die Levels reduzieren würde, die Gruppen, sondern vielmehr auf die Bedürfnisse. Damit meine ich, dass die Instruktoren eher daran beurteilen könnten, was ihrer Meinung nach die Teilnehmer und Teilnehmerinnen wirklich brauchen. Sprich, Connection, Musikalität, Footwork, Basics, Grundlagen, mehr Figuren, Inspiration und so weiter und so fort. Natürlich müsste das Festival auch dementsprechend die Workshops anbieten, dass man dann sagt, zum Beispiel diese Track-Workshops geht mehr in Richtung Connection, der andere mehr Musikalität, der dritte mehr Body-Movement, Footwork und so weiter und so fort. Dass man sie einfach den verschiedenen Aspekten vom Tanz widmet in einer Linie der Workshops, anstatt dass man eben nur, einfach nur nach den Levels macht, weil Bedürfnisse auf demselben Level sind auch nicht gleich. Die Leute können auf demselben Level im Allgemeinen tanzen, aber dennoch der eine braucht mehr Connection, der andere mehr Musikalität und so weiter und so fort. Was noch ein wenig problematisch ist, ist, wenn man den erwachsenen Menschen die Entscheidung abnimmt und vor allem für einen Fullpass, den sie gezahlt haben, dass man dann auf einmal hergeht und ihnen sagt, du darfst dort und dorthin nicht. Ist auch natürlich mit gewissen Emotionen verbunden, vor allem wenn dann die Paare zum Beispiel gemeinsam den Workshop, zumindest im selben Workshop sein wollen, selbst wenn sie wechseln. Diese Möglichkeit, ihnen die Entscheidung überlassen, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig und dass man
dass vielleicht viel mehr diese Audition viel mehr in die Educated Recommendation verpackt, sprich, dass man den Leuten die Meinung, die fachliche Meinung der Instruktoren sagt, was die Instruktoren meinen, dass sie brauchen, Connection und so weiter und so fort, und dass sie trotzdem sich selbst entscheiden können, wohin sie gehen. Es ist dann quasi ihre Verantwortung überlassen. Wenn diese Thementracks zu aufwendig sind, damit man das mit den Instruktoren koordiniert, gibt es immer noch Möglichkeiten, nach den Levels zu entscheiden. Aber in dem Fall ist es ganz, ganz wichtig, ein Wie. Wie man sowas kommuniziert und wie man den Leuten das Gefühl gibt, ihr seid die Guten, ihr seid die Schlechten, ihr seid die ganz Schlechten. Das ist natürlich auch problematisch. Vor allem am Anfang vom Festival kreiert man so eine komische Stimmung. Da würde ich eher mit Farben arbeiten oder mit A, B, C, D Gruppe oder sowas. Etwas, wo man den Leuten nicht unbedingt vermittelt, ihr seid in dieser Leistungsgruppe und ihr seid die Guten und so weiter und so fort. Das ist natürlich auch etwas, was, wenn möglich, vermieden werden könnte. An dieser Stelle möchte ich auch sagen, dass es uns auch immer wieder schwer fällt, wenn man so ein Tough Coach sein sollte, auch wenn es unsere Kursteilnehmerinnen immer wieder brauchen, natürlich. Es ist immer so, dieser Tanz zwischen Zuckerbrot und Peitsche, den Leuten das zu geben, was sie wollen, aber auch das, was sie brauchen. Und oft ist das eben, was sie brauchen, nicht immer das, was sie wollen. So dreht sich das Ganze etwas im Kreis. Und die Instruktoren, die Lehrer, die sie begleiten, haben auch die Verantwortung, ihnen auch immer wieder das zu geben, was sie brauchen. Ihnen zu sagen, na, du solltest jetzt keine mehr Figuren lernen, sondern du müsstest jetzt mehr an deinem Timing arbeiten, an der Connection und so weiter und so fort. Da sehe ich schon natürlich unsere Verantwortung. Und das ist eben diese Balance zu finden für uns alle, ist eine Herausforderung, keine Frage. Nach wie vor glauben wir sehr an das Wie und nicht an das Was. Weil jedes Was, auch wenn es noch so richtig ist, aber wenn es nicht richtig übermittelt wird, trägt auch kein Wasser und bewirkt auch nicht das, was es bewirken könnte. Mit einem strategischen und gut durchdachten Wie. Damit kommen wir auch zum Abschluss von diesem Vlog. Danke, dass du bis zum Schluss geblieben bist und ich freue mich auf deine bzw. eure Reaktionen darauf, eure Meinungen. Was hält ihr von diesen Auditions? Sind sie hilfreich? Sind sie zu aufwendig? Zahlt sie das überhaupt aus? Wie seht ihr das? Ich würde mich sehr freuen, in den Kommentaren eure Meinung zu hören. Jetzt geht's aber weiter mit dem Greasy West Coast Swing Festival. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns in einem der nächsten Videos oder noch besser irgendwo auf der Tanzfläche. Klick auf Like, klick auf Abonnieren, aber klick dich noch besser auf die Tanzfläche und mach das Beste draus. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.